2012 war wieder so ein typisches Jahr, in dem unzählige Filme auf demselben Niveau herauskamen. Welche man sich jetzt davon für eine persönliche Top 10 herauspickt, ist natürlich absolute Geschmackssache. Filme wie das Bourne-Vermächtnis, Safe House oder Get the Gringo sind daher bei mir leider hinten runtergefallen, auch wenn man sie durchaus schauen kann. Und was Remakes angeht, ging es in diesem Jahr auch ziemlich heiß her. Und ich wette, da werden wie im Falle vom A-Team auch wieder einige Diskussionen in den Kommentaren stattfinden. Eins kann ich jedoch vorwegnehmen, Total Recall hat's nicht in die Liste geschafft. Dafür war er mir ein zu lahmer Aufguss des Kultstreifens mit Arnie. Und dann gab es natürlich auch wieder ein paar Comic-Verfilmungen, um die ich nicht herumkam. Aber auch da sind ein paar durchs Raster gefallen. The Amazing Spider-Man zum Beispiel oder der zweite und ziemlich enttäuschende Ghost Rider. Die Thriller- oder Actionfilmfrage gibt es hier natürlich auch wieder. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare hauen, ob ihr Looper hier mit reingenommen hättet. Und damit Schluss mit dem Vorgeplänkel, rein in die besten Actionfilme aus dem Jahr 2012. Starten wir mit einem Film, der auch den Startschuss für eine vierteilige Reihe bildete. Zugegebenermaßen bin ich auch kein Riesenfan von diesem Franchise. Auch wenn mich vor allem der Battle Royale Aspekt in den ersten beiden Teilen noch gut bei der Stange hielt. Damit war es dann Richtung Finale aber vorbei und so richtig gejuckt hat mich dann auch nicht mehr, was aus den ganzen Charakteren wird. Katniss Everdeen ist auch nicht gerade die sympathischste Hauptfigur, die mir in den Sinn kommt. Und auch Donald Sutherland als Oberschurken habe ich schon weitaus eindrucksvoller auf der Leinwand gesehen. Dennoch muss ich sagen, dass der Jeder-gegen-jeden-Plot zumindest spannend und kreativ umgesetzt wurde. Und bis auf Katniss war da für mich keiner sicher. Solltet ihr die Romane gelesen haben, könnt ihr mir aber gerne mal in die Kommentare hauen, ob die sich eher lohnen und was ihr eigentlich vom bald erscheinenden Prequel haltet. Ich denke ja, dass das reichlich spät kommt und eher wie der Versuch wirkt, eine ganz passable Marke wieder aufleben zu lassen. Mein Platz 10, die Tribute von Panem, die Hunger Games. Die Tribute von Panem, the Hunger Games. Kommen wir zum ersten Remake in dieser Liste. Und ja, ich weiß, Humor ist immer sehr subjektiv. Aber was hier aus 21 Jump Street gemacht wurde, funktioniert für mich zumindest insoweit, dass ich mal entspannt abschalten kann und die Action mich auch abholt. Die damalige Serie mit Johnny Depp habe ich als kleiner Bengel auch immer mit meiner Mutter gesehen. Und ehrlich gesagt ist nicht so viel hängen geblieben. Dass es damals nicht so albern ablief wie in diesem Film, ist mir aber natürlich bewusst. Dennoch gibt sich hier auch der Herr Depp die Ehre und hat, wie ich finde, einen ziemlich guten Cameo hingelegt. Dass der Humor für mich funktioniert, liegt wahrscheinlich zum Großteil an Phil Lord und Chris Miller, die auch bei den Lego-Movies und den beiden Spider-Verse-Filmen gezeigt haben, dass sie lockere, aber auch zum Teil emotionale Geschichten erzählen können. Channing Tatum und Jonah Hill als ungleiches Duo steuern dann den Rest bei, auch wenn der Buddy-Cop-Aspekt natürlich nach Schema F abläuft. Der eine stark und dumm, der andere klein und schlau. Zwischendurch gibt's mächtig Knatsch und am Ende lieben sie sich trotzdem. Die Fortsetzung von 2014 schafft sogar das Kunststück und kann mit Teil 1 mithalten. Aber mit dem beschäftigen wir uns, wenn es soweit ist. Mein Platz 9, 21 Jump Street. That's cool, you try. You okay? I think I crapped my pants. Tom Cruise produziert in der Regel große Blockbuster, die viel kosten, aber meistens auch ganz gut einspielen. Mein Platz 8 hingegen wirkt mit seiner One-Man-Army-Prämisse und der kleinen Anzahl an Schauplätzen schon fast wie ein Independent-Film. Soweit ich weiß, hat Tom Cruise auch nicht mal im Ansatz die Statur und das Auftreten von der Romanfigur. Da ich aber auch hier die Bücher nicht gelesen habe, kann ich dazu nicht viel sagen.
Fakt ist, dass Cruise dennoch eine sehr gute Figur in den Action- und vor allem den Kampfsequenzen macht, aber man hier kein ausuferndes Feuerwerk wie in der Mission Impossible-Reihe erwarten sollte. Dem kleinen Tom scheint die Zusammenarbeit mit Regisseur Christopher McQuarrie aber zumindest so viel Spaß gemacht zu haben, dass er gleich die nächsten drei Teile seines großen Franchises mit ihm umsetzte und sich andere Filme wie Top Gun Maverick und Edge of Tomorrow mitproduzieren oder schreiben ließ. Wer mit dieser etwas anderen Interpretation des Romanhelden nicht viel anfangen kann, sollte sich vielleicht mal die Serie Reacher auf Amazon Prime zu Gemüte führen. Ich habe mir sagen lassen, dass die doch deutlich näher an den Büchern ist. Mein Platz 8. Jack Reacher. Ein Actionstreifen über Navy Seals mit echten Navy Seals. Hört sich erstmal etwas belanglos an, hat aber aus meiner Sicht zwei große Vorteile. Zum einen hat man da Leute vor der Kamera, die ganz genau wissen, was sie da tun. Ob das jetzt alles überspitzt und dramatisiert dargestellt wird, will ich auch gar nicht in Frage stellen. Aber zumindest die Abläufe und Handgriffe sitzen halt. Und zum anderen hat man kein bekanntes Gesicht vor der Nase oder die eine große Hauptfigur, bei der man sicher sein kann, dass die auch wieder heil nach Hause kommt. Das Ergebnis des Ganzen ist eine gewisse Spannung, aber auch ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, das ich so ziemlich selten verspüre. Allerdings muss man natürlich auch hervorheben, dass es hier zum Teil doch sehr patriotisch vonstatten geht. Und die Ami-Flagge im Sonnenschein ist da noch das subtilste Mittel. Schlussendlich bleibt ein Film, der mich zumindest doch ziemlich positiv überrascht hat und trotz der fehlenden schauspielerischen Erfahrung des Casts dann doch mit diesem überzeugen konnte. Wem die typisch amerikanische Liebe zu Volk und Vaterland zu viel ist, wird wohl einen Bogen drum machen. Für mich hat's dann doch gepasst. Mein Platz 7. Act of Valor. Hat man schon verloren. Keine Liste ohne Statham. Oder sollte ich sagen, keine Liste ohne zwei Stathams? Denn wie schon im letzten Video erwähnt, hat der gute Mann offenbar versucht, das Action-Genre einfach durchzuspielen und drehte satte 19 Filme allein in den 10er Jahren. Das waren jetzt meistens keine Meilensteine, aber richtige Gurken waren da eigentlich auch keine dabei. 2012 gab es da zum Beispiel Safe, in dem ein kleines asiatisches Mädchen von den Triaden verfolgt wird und nur einer sie beschützen kann. Actionstreifen, in denen es darum geht, ein Kind zu schützen oder zu retten, gehört offenbar zum 1x1 eines jeden Actionstars. Und Safe reiht sich im Grunde auch nur in die Klischeekiste dieser Filme ein. Aber wenn man dabei so unverschämt elegant und trocken seine Gegner zertritt, zerschlägt, zerschießt oder überfährt, dann kann man dagegen halt nichts sagen. Statham weiß ganz genau, was er tun muss und tut das alles auch noch selbst. Kein Stunt-Double, ergo keine unnötigen Kameraschwenks, damit man ja nicht sieht, wer da wirklich austeilt. Cooler Streifen, der mit seiner Handlung zwar keinen Blumentopf gewinnt, aber die Action rockt. Mein Platz 6. Safe. Какие моменты? Перед тем, как я кого-то... Nun also das nächste Remake, wobei ich hier etwas vorsichtiger mit diesem Begriff wäre. Denn Dredd erzählt nicht einfach stumpf den Streifen mit Stallone nach, sondern ist eine weitere Umsetzung des Comics aus England. Im Gegensatz zu Stallone nimmt Carl Urban seinen Helm allerdings nicht ab und ist damit schon mal einen Schritt näher an der Vorlage als der Actionstar. Was Dredd allerdings wirklich zu einem sehr gelungenen Film macht, sind zum einen der Humor, der schön schwarz und trocken daherkommt, und natürlich die Optik. Denn der namensgebende Anti-Held befindet sich ähnlich wie bei The Raid in einem Hochhaus voller menschlichem Abschaum. Und da ihr Leben so ist, wie es ist, wird eine bestimmte Droge als Stimmungsaufheller benutzt. Hierdurch ergeben sich sehr schöne und kreative Farbspielereien für den Zuschauer. Und die genannte Droge heißt nicht ohne Grund Slow-Mo.
Vielen wird die folgende Aussage von mir vielleicht nicht schmecken, aber ich finde diese Comic-Adaption weitaus besser als die von 95 und ist im Grunde der beste Beweis dafür, dass man auch an ältere Stoffe ruhig nochmal rangehen kann. Dann muss man aber halt auch gute Gründe dafür haben und die liegen hier eindeutig vor. Mein Platz 5. Dread. Sentence is death. Hier wird's wohl wieder ein paar entrüstete Gesichter geben, aber ich muss bei allem derzeitigen MCU bzw. Marvel-Gebäsche auch ganz klar sagen, die Idee und das Konzept von mehreren Filmen mit Einzelgeschichten, die später in einem großen zusammenhängenden Event münden, ist ein absoluter Geniestreich. Und auch ich saß in diesem Jahr mit großen Augen im Kino und konnte nicht glauben, dass ich all diese Figuren jetzt wirklich zusammensehe. Doch auch was das generelle Writing der Figuren und deren Dialoge angeht, ist das quasi Oscar-verdächtig im Vergleich zu dem, was wir heute vor die Nase gesetzt bekommen. Bissige Wortgefechte zwischen Cap und Iron Man, ein Loki, der richtig Freude macht und ein Hulk, der auch ein Hulk war. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber sehr vieles davon ist verloren gegangen und ich habe auch so meine Zweifel, ob das je wieder zurückkommen wird. Ich weiß auch, dass vielen die Comic-Verfilmungen mittlerweile oder vielleicht auch schon immer mächtig auf den Sack gehen. Aber das MCU als solches kann ich in den ersten drei Phasen nur punktuell haten und habe so einige Filme darin, die ich richtig stark finde. Mein Platz 4 ist einer davon. The Avengers. I'm a huge fan of the way you lose control and turn into an enormous green rage monster. Thanks. Auch auf meinem Platz 3 wurde viel rumgehackt. Und ja, der Film ist nicht perfekt. Allerdings hat er auch ein sehr schweres Erbe anzutreten. Und mit dem Tod von Heath Ledger fiel auch das ursprüngliche Konzept des dritten Teils ins Wasser. Dennoch rundet er für mich die Trilogie sehr stark ab. Und auch mit Bane und seinem theatralischen Gerede hatte ich nie große Probleme. Der Twist mit der guten Talia al Ghul funktioniert natürlich nicht wirklich und auch der Abgang von Bane kommt schon etwas überhastet daher. Demgegenüber stehen aber sehr coole Momente, wie zum Beispiel dem wortwörtlichen Bruch von Batman aus der Nightfall-Saga, seinem Aufstieg, Gordons Konfrontation mit der Wahrheit, dem Konflikt mit Alfred und dem emotionalen Höhepunkt am Grab von Bruce Wayne und das Ende mit der netten Einbindung von Robin. The Dark Knight Rises kommt in vielen Belangen natürlich nicht an seinen Vorgänger ran, aber der Qualitätsunterschied ist bei weitem nicht so groß, wie ihn viele hinstellen. Insgesamt liebe ich einfach die The Dark Knight Trilogie mit seinem realistischen Ansatz, aber auch dem Zwischenmenschlichen und dem Fakt, dass unser Held hier wirklich moralisch und menschlich geprüft und gefordert wird. Obendrauf noch ein Soundtrack, der perfekt den Spagat zwischen heroischen und emotionalen Momenten schafft. Fertig ist eine mehr als gelungene Trilogie. Mein Platz 3. The Dark Knight Rises. That doesn't occur. Ich denke, die große Frage bei den Daniel Craig-Filmen war immer, darf dieser Typ Emotionen zeigen und wie weit darf die Figur damit dekonstruiert werden? Ich persönlich habe da absolut nichts gegen und habe den frischen Ansatz sehr begrüßt. Skyfall ist dabei auch mein Lieblingsteil der Craig-Ära, wobei Casino Royale nur einen Müh dahinter liegt. Die Gründe hierfür sind eben genau diese Dekonstruktion von Bond, aber auch von M, deren Entscheidungen und der Umgang mit ihren Schützlingen stark in die Kritik gerät. Mit Javier Bardem als Silver haben wir auch einen extrem starken Antagonisten, der mit seinen äußerlichen Attributen einem klassischen Bond-Schurken sehr nahe kommt, aber zur Abwechslung auch mal nachvollziehbare persönliche Motive hat. Man könnte auch sagen, dass Silver das verzerrte Spiegelbild unseres Helden ist. Auch die kleine Reise in die Vergangenheit von Bond hat mir gefallen, da sie vieles ankratzt, aber nichts tot erzählt.
Über die Action kann ich im Grunde kein schlechtes Wort sagen. Die ist gewohnt eindrucksvoll. Aber das Ganze auf eine sehr bodenständige Art und Weise enden zu lassen, fand ich richtig cool. Daher mein Platz 2. James Bond, Skyfall. Der erste Teil hat es zur Verwunderung vieler von euch nicht mal in die Top 3 geschafft. Teil 2 allerdings macht genau das richtig, was ich beim ersten noch vermisst habe. Zum einen wäre da natürlich der deutlich größere Cast, der vor allem mit Van Damme als Schurken-Villain grandios verstärkt wurde. Dass Schwarzenegger und Willis hier auch mal mitmischen dürfen, statt nur dumm zu quatschen, ist natürlich auch ein erheblicher Pluspunkt. Die große Stärke ist hierbei aber der Humor, denn bei diesem Film hatte ich zu jeder Zeit das Gefühl, dass ich es hier zwar mit Legenden des Action-Genres zu tun habe, aber man sich darüber bewusst ist, dass die gute alte Zeit einfach vorbei ist und viele der harten Hunde hier nicht mehr die jüngsten sind. Also werden diese Legenden eben noch ein letztes Mal mit einem Augenzwinkern gefeiert und die großen bekannten One-Liner fliegen einem nur so um die Ohren. Bruce Willis zitiert Arnie. Der revanchiert sich mit Yippie-Ki-Yay und fragt nach Rambo. Van Damme darf zeigen, wie gelenkig er noch ist und Dolph Lundgrens Gunnar wird ganz metamäßig als Genie bezeichnet. Selbst Chuck Norris gibt sich mit einer gehörigen Portion Selbstironie die Ehre und man hat das Gefühl, diese Typen haben da gerade den Spaß ihres Lebens. Leider funktioniert das auf diese Art halt auch nur einmal und irgendwann ist auch der Reiz, diese Allstars zusammen auf der Leinwand zu sehen, verflogen. Daher ist Teil 2 mit großem Abstand das Highlight dieser Reihe. Ich bin jedoch auch gespannt auf den kommenden vierten Film. Mein Platz 1 und, das meine ich völlig unironisch, Expendables 2. You're gonna need a new plane. ...2012 war also wieder ein ganz anständiges Actionjahr. Und wie eingangs erwähnt, gab es noch zahlreiche andere Streifen, die es bei uns vielleicht nicht ins Kino geschafft haben, aber für Actionfans definitiv eine Sichtung wert wären. Da der zweite Expendables so dermaßen vollgestopft mit Darstellern war, wirft das natürlich auch unsere Liste der Actionhelden gehörig durcheinander. Ich denke, viele davon werden sich nicht lange dort halten können, aber als Momentaufnahme liest sich das doch recht ordentlich. Da Statham allerdings nicht nur im Ensemble, sondern auch solo ziemlich gute Arbeit abliefert, ist sein Vorsprung auch dementsprechend. Mal sehen, wo das noch hinführt. Und damit seid ihr wieder gefragt. Welche Filme gehören aus diesem Videoverband und was muss stattdessen rein? Scheppert's uns in die Kommentare. Und natürlich darf auch der Abo-Button ins Visier genommen werden, falls ihr das noch nicht getan habt. Damit verabschiede ich mich auch schon wieder und wünsche euch eine entspannte Woche. Bis zum nächsten Video, hier bei Ungeschnitten.